Schiedsrichter hat angepfiffen. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballspiel. Peter attackiert. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. So sieht ein Pass. Toll, wie er das macht. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Er schwankt und schwankt, aber er will nicht fallen. Ein herrlicher Pass. Oh! Oh! Da passt das Bild. Der Ball erlebt wie am Schnürchen. Ja, das ist absolutes Teamwork, meine Damen. Zwei, drei Stationen, wunderbar. Herrlicher Treffer. Das gibt's ja nicht. Ich dachte, der geht an die Latte. Gutes Auge, er sagt Vorteil, der Schiedsrichter. Klasse entschieden, genau richtig. Schöner Pass. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Kopfballmöglichkeit. Da kann der Keeper relaxen, es gibt Abstoß. Schöne Aktion. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Souverän, wie er diese Aufgabe. 1:0 zur Pause, knappe Führung, alles noch sehr, sehr wackelig. Schiedsrichter guckt noch mal raus zu seinen Assistenten. Alles in Ordnung. Anpfiff. Da ist er wieder, der Spezialist für die Grätsche. Klasse Zuspiel. Achtung, jetzt! Tor! Und jetzt wird es nochmal richtig spannend. Oh, jetzt wird es nochmal richtig dramatisch. Ich meine, wir beide sind ja die Riesenexperten. Aber mit dem Tor haben wir wirklich nicht gerechnet. Nee, aber das nennt man dann wohl effizientes Chancen ausnutzen, was wir hier gesehen haben. Und genau diese Situation sollte man mal beim Training vorführen. Das ist perfekt, wie er diesen Ball platziert. Aber der liefert eine Riesenleistung. Ja, da kommt was auf uns zu. Da ist das denn die Möglichkeit. Und jetzt stellt sich hier die Frage, greift der Schiedsrichter überhaupt noch mal an nach diesem Tor? Einwurf geben. Was soll er da anders machen, der Schiri? Freistoß. Und schon wieder eine Grätsche. Achtung, jetzt haben sie noch mal die Gelegenheit, um hier den Ausgleichstreffer zu erzielen.
Schluss, aus, Ende. Das Spiel ist gelaufen. Das ist das Geheimnis. Sie spielen.